Hi, hier sind wir wieder mit unserer nächsten Folge. Heute mit dem Fußballer-Spezial. Wir haben nämlich den Ole dabei. Hey Ole. Hi. Ole ist unser erster Gast, der kein Basketballer ist. Deswegen frage ich dich einfach mal, Ole. Warum bist du hier, obwohl du kein Basketballer bist? Ja, ich bin Ole. Ich bin Angestellter bei den Seawolves. Ich mache ein duales Studium Sportmanagement, arbeite also im Verein und in meiner Freizeit, wenn man das in Freizeit nennt, gerade mit Pläne. Okay. Und was sind so deine Aufgaben bei den Seawolves? Ich werde vermehrt seit dieser Saison in den Organisationen und Abläufen der Heimspiele eingeleitet und nehme da schon ein, zwei Aufgaben so zum Fanshop zusätzlich und erledige so ein bisschen Bürokram. Okay, und warum bist du jetzt als Fußballer zum Basketball gekommen? Ich wollte seit der 9. Klasse, glaube ich, Sport zum Beruf machen. Habe überlegt, wie man das am besten machen kann und habe mich dann umgehört. In der 10. Klasse habe ich dann ein Praktikum gemacht hier im Verein. Das hat mir super gut gefallen. Ich habe dann die Verantwortlichen darauf angesprochen, ob sie sich dann eine Zusammenarbeit vorstellen können in der Zukunft. Und das ist das Ergebnis jetzt. Sehr cool. Dann zeigst du uns heute einfach mal ein paar Fußballübungen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Genau. Euch auch. Viel Spaß. Auch heute wollen wir wieder von unserer Couch aufstehen, um ein wenig Sport zu machen. Wir brauchen eine glatte Oberfläche und am besten ein Handtuch. Wir gehen mit unseren Füßen auf das Handtuch und ziehen dann die Beine an. Wir sind in Liegestützposition, wir machen ungefähr 20 Stück davon. Wenn wir damit fertig sind, kommt die Steigerung der Übung und wir machen noch einen Liegestütz. Ziehen an. Ein Liegestütz und ziehen die Beine wieder an. Davon 10 Stück. Danach schütteln wir uns wieder kurz aus und machen unsere 3 Wiederholungen. Kommen wir nun zu unserem Fitnessteil. Wir fangen an mit Hockstrecksprüngen. Dabei gehen wir tief in die Knie und springen danach so hoch wie wir können. Wenn wir davon 15 Wiederholungen geschafft haben, fangen wir an mit Burpees. Das kombiniert Liegestütze, die ihr ja schon von Tom kennt, und Hockstrecksprünge von Ole gerade. Gehen also immer in die Liegestütze und gehen dann wieder hoch. Davon machen wir auch 15 Stück. Wie gewohnt, beide Übungen 3-mal wiederholen. Heute wollen wir in unser Sportprogramm ein wenig Abwechslung bringen. Das heißt, wir machen mal eine Fußballerübung und zwar wollen wir mit dem Ball jonglieren. Ihr könnt dafür auch einen Fußball nehmen, wir haben aber nur Basketbälle hier. Wir fangen an, nur mit unserem starken Fuß zu jonglieren und wechseln dann ab, immer starker Fuß, schwacher Fuß, als zweite Übung. So. Jetzt kommen wir zu unserer 30-Sekunden-Challenge. Dazu bräuchten wir einen Tennisball. Ihr könnt auch einen kleinen Ball nehmen. Ein Handball geht auch. Die Challenge besteht darin, den Ball so oft wie es geht zu jonglieren. Also wer die meisten Kontakte schafft, hat gewonnen. Und der Ole zeigt euch, dass ihr alles gerade gleich macht. Aber bevor, ladet eure Videos unten in unsere Kommentare, verlinkt uns, bleibt gesund und der Ole fängt jetzt an.